Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Warfriends hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank fürs Einschalten und wir können uns hier gleich mal eine Stunde VIP abholen mit der Login-Belohnung im Jänner. Und das holen wir uns auch gleich so. Wir haben jetzt eine Stunde VIP. Ich konnte mir das auch schon gestern am Abend holen, aber da habe ich mir gedacht, nee, mach das jetzt nicht, sonst verschwendest du einfach dein VIP einfach nur so. So, wir öffnen hier mal gleich unsere täglichen VIP-Wahlkarten. Da wir jetzt VIP haben, können wir das hier machen. Und jo, was haben wir denn für Aufträge heute? Ja Leute, nicht vergessen, wenn euch das Video gefällt, einen Daumen nach oben geben und ich hoffe, wir können heute Rang 7 erreichen. Welchen Rang seid ihr denn schon? Denn ich glaube, es spielen recht viel von euch. Schreibt es mal in die Kommentare. Werde Mission 3 im Warpfad-Modus, okay? Spiele 6 Spieler vs. Spielerkämpfe, wow. Töte, zerstöre 10 feindliche Einheiten in einem Einzelkampf. Also 1 und 3 ist sehr leicht zum Umsetzen, aber das mit den 6 Spielen ist dann schon recht viel, aber steht nicht, dass man sie gewinnen muss. Deswegen starten wir gleich mal hier. Wir können hier wieder natürlich hier was aktivieren. Machen wir gleich. Und wir werden auch hier unsere Sniper trainieren. Die Waffe können wir auch aktivieren. Und unsere Spezial möchte ich gerne upgraden, denn ich stehe irgendwie auf die Scharfschützengewehre. So, und da werden wir auch gleich mal im Warpfad-Modus das hier holen. Ja, wir spielen das Ganze mal. Wir könnten natürlich das Ganze auch mit einem Freund spielen, aber ich habe keine Freunde, die Warframe spielen. Ja, egal, wir spielen das Ganze alleine. Wir schaffen es ja auch alleine, Leute. So ist es ja nicht. So, wir haben jetzt auch schon, wie ihr seht, eine Clownsmaske und endlich mal einen Helm. So, und da kommen schon die gegnerischen Einheiten. Die knallen wir mal nieder hier. Bei dem Warpfad-Modus, da gibt es ja keinen Gegner, der auf dich schießt. Also, das heißt, es ist alles nur so. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und so, irgendwo kommt hier eine Kiste. Die muss ich mir natürlich holen. So, und da hat es sich auch ausgezahlt, denn da war einfach eine Slow Motion drinnen. Und die habe ich jetzt auch irgendwie gebraucht. Und man kann auch keine Einheiten im Warpfad-Modus spielen. Wie weit seid ihr denn schon im Warpfad-Modus, Leute? Schreibt es mir unten rein. Und, jo, es sieht gar nicht so schlecht aus. Ich weiß gar nicht, was meine töte 9 von 10. Na klar, alles klar, da hinten ist noch einer. Komm schon, geh weg. Yep, da haben wir gewonnen. Du hast gewonnen. Easy, Leute. Da waren auch nur 10 am Feld und das ging recht schnell. Bekomme ich jetzt vielleicht 3 Sterne? Das wäre dann mein erstes Mal mit 3 Sterne. Zuerst mal die Erfahrung abholen. Und yes, wir haben die 3 Sterne. Und später. Und wir bekommen natürlich auch jetzt VIP-Bonus. Finde ich cool. Ja, fortfahren. Da haben wir die 3 Sterne. Yes, solo habe ich das Ganze geschafft. Und wir holen uns auch gleich mal hier die Belohnung ab. Die paar Goldbahnen, was es hier gibt, 2 davon. Und wir haben recht viel Geld, Leute. Wir haben 148.321 Kohle und 258 Goldbahnen. Und ich weiß nicht, ob ich mir da einfach alles beschleunigen sollte oder ob ich mir hier besser VIP kaufen sollte damit. Was meint ihr denn? Was meint ihr? Hier haben wir unser Kommando. Wir müssen natürlich hier wieder was spenden. So, wir spenden das, was wir jetzt gratis bekommen haben. Ja, das spenden wir auch gleich noch. Und da die Elite-Scharfschützen könnt ihr auch noch haben. Okay, wir holen uns da auch was. Was holen wir uns denn? Wir ziehen hier vom Gegner. So, die Mine. Super, Warkarten spenden haben wir eigentlich. Ja, wir können uns selber auch hier noch spenden. Das geht ja immer. Und, unser Clan ist schon größer als unser Kommando. Wir können jetzt schon 7 Leute aufnehmen. 8 Leute meine ich natürlich. Und ich bin Anführer, wie es aussieht. Sehr, sehr cool. Dankeschön an den Lieben, der hier den Clan erstellt hat, beziehungsweise das Kommando und mich jetzt zum Anführer ernannt hat. Finde ich ziemlich nice. Vielen, vielen, vielen Dank. Und wir spielen jetzt, komm schon, den ersten Spieler versus Spielerkampf. Und wir werden hier hoffentlich die anderen 2 Sachen schaffen. Das haben wir noch rein, das haben wir noch rein. Und ja, die Drohne können wir auch noch reinhauen. Nein, das geht sich nicht. Denn aus dem Slot haben wir nicht freigeschaltet. Egal, wir werden auch hoffentlich so gewinnen. Suche nach Gegner. Jo. Und Leute, ich werde heute auch noch eine Folge Clash Royale und Castle Crush hochladen. Castle Crush habe ich gerade aufgenommen und da habe ich mir eine legendäre Kiste gegönnt. Also jeder, der was wissen möchte, was in der legendären Kiste da drinnen ist, schreibt es mir rein. Okay, Gegner ist offline. Ist mir noch nie passiert. So, los geht's. Suche nach Gegner. Da müssen wir gleich mal warten. Und die Musik in diesen ganzen Games, sie geht einfach gleich dahin und die hat man einfach dann den ganzen Tag in seinem Kopf drin. Wen geht's genauso wie mir? Das ist bei Clash Royale gleich, bei Castle Crush ist es gleich und auch hier bei Warfriends. Und da switche ich einfach tagtäglich zwischen den ganzen Songs durch. Warte auf andere Spiele. Ja komm, leg los. Lass uns endlich loslegen. Die ganze Warterei hier.
Bam, 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 bam. So, los geht's. Ich finde das auch cool, dass es hier einfach mehrere Maps gibt. Und ich will jetzt Level 7 werden. Ich bin motiviert. So, der Gegner sieht komplett gleich aus wie ich. Und mit was fangen wir denn an? Ja, fangen wir gleich mit den Grenadieren an, die ja ein paar Minen davor werfen. Und das ist, finde ich, immer sehr, sehr nützlich. Wow, da hat der Gegner schon gleich mal eine Mine geworfen. Und wir müssen schauen, dass wir hier die gegnerischen Einheiten so schnell wie möglich zerstören. Das machen wir auch hier. So, wir haben noch einen Grenadier auf dem Feld. Was spielt der Gegner? Autoeinsatz. Nee, ich will das gleich spielen. Come on. Gegner, wo bist du? Ja, ich probiere mal aus seiner irgendwo. Gegner ist offline. Vielen, vielen Dank, Gegner. Deswegen machst du schon wieder nichts. Oh. Da will ich einfach sehr, sehr viele Einheiten zerstören und mal gewinnen. Und du gehst offline. Come on, Gegner. Wir wollen hier spielen. Spielen. Warte 16 Sekunden. Aber ich glaube, das ist ein klassischer Sieg für mich. Aber wie es aussieht, habe ich einfach keine Internetverbindung. Deswegen werden wir unser WLAN mal ausschalten. Aber ich weiß nicht, ob ich das Problem bin oder er. So, jetzt warten wir nochmal 30 Sekunden, wie es aussieht. Dein Gegner wurde getrennt. Seine Zeit zum Wiederverbinden ist begrenzt. Na, danke schön, dass wir nicht den ganzen Tag warten müssen. Und, ja, komm schon, Gegner. Das kann sich nicht sein. Es hat sich auch die Zeit noch aufgehangen. Finde ich gar nicht nice. Was machen wir hier, Leute? Was machen wir hier? Sollten wir das Spiel einfach nochmal starten? Ich glaube, das ist das Beste, was wir hier tun können. Und deswegen starten wir das Spiel einfach neu, wenn es euch gefällt. So, ja, Leute, nicht vergessen, dem Video einen Daumen hoch geben. Obwohl es hier ein paar, ja, Komplikationen gibt. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem hier Spaß mit meinem Video. Also nicht vergessen, Daumen nach oben. So, ich habe jetzt mal das LTE eingeschaltet, denn ihr wisst ja, mein WLAN hier ist nicht das Beste. Vielleicht kann ich jetzt nicht mal mehr Online-Spiele hier spielen. So, ich will in den Kampf. Verbinde mit dem Server. Oder es haben einfach die Server hier riesige Probleme, denn jetzt kann ich es mir nicht mehr vorstellen, dass ich hier derjenige bin, der hier Probleme macht. Also, hau mich hier irgendwo rein, liebes Internet, lieber Server. Denn ich kann ja sonst alles machen. Ich kann die ganzen Spiele spielen. Ja komm, dann spielen wir den Warpfahrt-Modus. Ja, ich will wieder zurück. Nein, ich will auch einen Freund herausfordern. So. Warpfahrt-Modus rein und da spielen wir einfach Mission 4. Komm. Wenn das Internet nicht will, müssen wir mal die Offline-Missionen spielen. Sind ja auch recht cool. Da bekommt man auch Erfahrung. Und man bekommt auch, ja, Belohnungen. Aber trotzdem hätte ich gerne lieber das andere gespielt, da ich ja 10 Einheiten in einem Mehrspielerkampf töten muss und auch, ja, 6 Mehrspielerspiele spielen muss. Deswegen würde ich das andere mehr feiern. So, da haben wir auch gleich mal sehr, sehr viele zerstört. Erziele 280 Punkte. Okay, das schaffen wir hoffentlich. Wow, da schießen die aber ordentlich auf mich. Ja, komm schon. Da müssen wir fast gleich mal die Sniper auspacken. Besonders für ihn hier. Yes, Headshot. Da auch gleich nochmal. Boom. Hey, come on. Wow, Leute, jetzt geht's richtig ab. Und verlieren wir hier die erste Mission. Es sieht fast danach aus. Da haben wir einfach mal verloren. Wie krass war das denn? Wie viele Einheiten da auf mich zugestimmt sind? Ich meine, bei der vorigen Mission war einfach so, töte 10 Gegner und es waren nur 10. Und hier waren einfach so viele auf dem Spielfeld. Komm, das müssen wir einfach schaffen. Da bekommen wir auch 5500 XP. Dann noch den VIP-Bonus. Also würden wir, glaube ich, 7000 irgendwas bekommen oder 8000. Gleich nochmal rein. Wir müssen hier einfach schneller sein. Probier's hier einfach mal mit der Sniper, Leute. Vielleicht geht es mit der besser. Wenn wir einfach hier ein paar Headshots schaffen, da bekommen wir auch ja viele Punkte. So, da haben wir schon 42 Punkte. Hauen wir auch mal eine Granate. Auf der linken Seite haben wir jetzt hier einiges gecleared. Boah. Headshot. Wir müssen hier einfach sehr schnell sehr viele Punkte machen. Nochmal ein Headshot. Da bekomme ich eine Kiste. Komm schon, Kiste. Gesundheit auffüllen. Das brauche ich jetzt. Auf alle Fälle. Da die Granate. Die sind geflogen. So. Jetzt sollte es sich besser ausgehen. Komm schon. Nicht nachladen. Nachladen ist falsch. Boah. Wow, wow. Keine Granate. Keine Granate, Gegner.
Wow, wir brauchen nur noch 80 Punkte. Okay, jetzt haben wir verloren, jetzt haben wir verloren. Was haben wir in der Kiste? Boah, Munition, die brauche ich aber jetzt nicht unbedingt. Huch. Komm schon. Haben wir gewonnen? Ja, wir haben gewonnen, Leute. Puh, das war richtig knapp. Da haben wir die Granate in was reingeschossen, wo mega viele Gegner gestanden sind. Das war richtig knapp. Komm schon, ich will endlich Rang 7 kommen. Jetzt wird es, ja, für das, was wir 9000 XP bekommen haben, haben wir nicht viel vom Balken freigeschaltet. Nur ein Stern. Was soll das? Schade. Komm, jetzt sollte sich noch ein spielerweise Spielerkampf ausgehen. Mit Server verbinden. Yes, da haben wir es geschafft. Und wir sind hier bei vielen Waffen, also bei vielen Einheiten überlegen. Bei den Waffen ist der Gegner uns hier überleben. Aber das soll uns hier nicht stören. Das hatten wir ja schon öfter und wir haben einfach hier immer gewonnen, Leute. Warte auf anderen Spieler. So, los geht's. Der Gegner schaut einmal richtig nice aus. Ist auch auf Level 6 in der gleichen Liga wie ich. Nur ich habe heute den VIP-Vorteil. Obwohl, er bringt mich jetzt eigentlich hier nichts, außer dass ich dann mehr Erfahrung bekomme. Und wir könnten ja dann auch ein paar Warkarten spielen. Ja, wir spielen hier gleich mal die Elite-Scharfschützen, damit wir hier mal sehr, sehr viel Druck auf den Gegner machen können. Und da gehen meine Scharfschützen einfach so kaputt. Das will ich nicht. Komm! Da, Headshot-Kill. Geht doch! Ich muss aufpassen, der Gegner ist hier ziemlich am Absnipern von meinen Spezialeinheiten. Und ich habe hier, will hier nicht umsonst was gespielt haben. So, der Gegner hat mir meine Kiste gestohlen. Wir haben hier die Kiste nicht bekommen. So, und ihr seht schon, wie es wieder laggt. Mein Internet hier in Graz ist einfach nicht so der Burner, wie ihr seht. Denn die Einheiten laufen hier einfach mal, springen hier einfach mal immer 2 Meter nach vorne. Brauchen wir hier was? Brauchen wir eine Spezialkarte? Ich glaube nicht. So, hier komm, hauen wir gleich mal eine Mine raus. Da ist wenigstens einer weg. Wo fliegt die Kiste hin? So, jetzt haben wir es wir bekommen. Wir haben jetzt mal wieder Kohle bekommen. Kann man immer brauchen. Am Anfang denkt man sich bei den ganzen Spielen, boah, ich habe so viel Geld hier. Ich kann hier einfach alles kaufen und dann kauft man sich alles. Nur irgendwann werden die Upgrades und alles so teuer. Und das ist dann gar nicht so toll. So, meine Einheiten sind jetzt schon weit vorne und setzen den Gegner mal etwas unter Druck hier. Boah, Kiste gestohlen. Finde ich nicht nice. Finde ich nicht nice. Wir spawnen hier gleich wieder Scharfschützen. Ah, oh, ihr seht schon, wie angespannt ich gerade bin. Ich will das Match natürlich unbedingt gewinnen. So, da hauen wir einen Scharfschützen raus. Ja, komm. Hauen wir ihn hier raus. Wir müssen hier wirklich schnell... Ah, komm, nachladen. Ich will die Kiste. Huh, Munition. Ist sich ausgegangen, zum Glück hier. Kiste stehlen, Kiste stehlen. Noch eine Kiste. Munition. Der Gegner hat nicht mehr viel Leben, wie ich auf der rechten Seite oben sehe. Boah. So, Warnung. Die Zeit geht zu Ende. Wir müssen uns hier beeilen. Wo ist der Gegner? Ah, da ist er. Der Gegner hat nicht mehr viel Leben und das weiß er. Deswegen rennt er auch hier herum. Und ich glaube, hier habe ich mit dem Sniper ihn abgeschossen. Yes, Leute. Das war cool. Yes, ich habe wirklich getroffen. Danny Online hat den finalen Treffer erlangt. Finde ich nice. Sehr, sehr cool. Und wir bekommen hier gleich mal eine Beutekiste. Was haben wir denn drinnen? Eine große Zigarre. Nächste Beutekiste. Da ist unsere VIP-Beutekiste. Schwerer Waffenschütze. Okay, da haben wir 1 von 4 mal freigeschaltet. Fortfahren. Und sind wir Level 7? Ja, Leute, wir haben es geschafft. Wir bekommen 16.000 XP. Und da sind wir auf Level 7 hochgestiegen. Also Rang 7, sorry. Wir haben hier einiges freigeschaltet. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr cool. Ja, ich würde sagen, wir fahren hier gleich mal fort. Später, ich mag Warframes, aber ich werde es später machen. Und hier können wir auch das freischalten, denn wir haben in einem Einzelkampf 10 feindliche Einheiten getötet. Yes!
Hier haben wir noch einen 6 Spieler vs. Spielerkämpfe abschließen. Aber das wird sich heute in diesem Let's Play nicht mehr ausgehen, denn ich möchte das jetzt gerne beenden. Ja Leute, wir hatten heute ein paar Verbindungsabbrüche. Ich hoffe, das nehmt ihr mir nicht zu böse. Dankeschön auf alle Fälle fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Vergiss nicht, den Daumen nach oben da zu lassen. Und falls du neu bist, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Danke Leute fürs Zusehen. Wir sehen uns. Ciao.